mich sehr alleine. Und erst durch das Schreiben, erst durch die Reaktionen anderer Frauen, habe ich gemerkt, was für ein Riesenthema das ist. Ja. Und dass ich eben überhaupt nicht alleine bin, sondern dass ich, dass ganz, ganz viele Frauen in der gleichen Sprachlosigkeit erstmal festhängen und gar nicht wissen, was sie darauf sagen sollen. Und einer sagt, ah, du bist nur zu Hause. Ne? Mhm. Und dann steht man irgendwie, wenn man das erste Mal so eine Reaktion bekommt, irgendwie und weiß gar nicht, was man sagen soll. Ja? Jetzt im Moment sind wir auf der Schiene, okay, dann krieg halt dein Kind, aber geh so schnell wie möglich wieder arbeiten, um diesen hart erkämpften Status unabhängig zu sein, um Himmels Willen nicht aufzugeben. Nicht wegen einem Mann und auch gar nicht wegen einem Kind. Also zuerst wollte man uns von unseren Männern befreien, jetzt will man uns von unseren Kindern befreien. Deswegen ist es so, ja, in meinen Augen nahezu grausam, wenn es nötig ist, dass Neugeborene oder das Kleine, sich die in den ersten Monaten Kinder von ihrer Mutter getrennt werden, ist für die Kinder, glaube ich, eine wirklich dramatische Situation. Weil man ihnen dieses einzig Bekannte, was sie haben, erst entreißt und sie müssen erst mal vertrauen. Was für ein Vertrauensbruch muss das sozusagen sein, der quasi, der da wie eine Axt angesetzt wird. Wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass das Einzige, was du kennst, konstant für dich da ist.